Mein Opa sagte einmal, dass die Mauer einen Rand hat und dass die Menschen früher unten auf dem Boden lebten. Er sagte, die Erde sei rund. Klingt verrückt, oder? Wie kann man damit auf einer Kugel leben? Und woher weiß er von diesem angeblichen Boden? Wir leben schon seit mehreren Generationen an der Mauer und bisher hat noch niemand auch nur die Spur einer Decke oder eines Bodens gefunden. Die Mauer streckt sich unendlich weit in alle Richtungen. Und ihr Inneres versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Eigentlich wäre es gar nicht so schlecht, wenn da nicht die Syrex wären. Diese Kreaturen greifen wie ein Uhrwerk an, also solltest du dich nicht zu weit aus der Deckung wagen. Aber manchmal müssen wir diese Ausflüge trotzdem machen. Früher oder später werden die derzeitigen Minen erschöpft sein. Die einzige Chance, dir eine solche Expedition zu überleben, ist deine Robo-Spider und der mit ihr verbundenen Mauerläufer-Notanzug. Aber selbst mit den richtigen Ausrüstungen kommen nicht alle zurück. Nicht einmal die Hälfte von ihnen tut das. Aus irgendeinem Grund möchte ich immer mehr glauben, dass diejenigen, die nicht zurückkehren, genau diesen Rand gefunden haben, von dem mein Opa sprach. Vielleicht haben mich seine Worte mehr berührt, als ich dachte. Vielleicht bin ich deshalb auch ein Mauerläufer geworden, um den Rand der Mauer zu finden. Wallworld. Willkommen zurück zum letzten neuen Let's Play hier auf dem Kanal von Zinderseix. Das bin ich. Ihr müsst ertragen. Und hier sind riesige Kuppeln und Robo-Spiders. Endlich kriegt man mal den coolen Scheiß. Die Geschichte ist ziemlich einfach. Es gibt eine riesige beschissene Wand. Alles lebt aus irgendeinem Grund an dieser Wand. Wie auch immer die das hingekriegt haben, da zu entstehen und dann angefangen haben, da zu leben. Und dann solche Technologien zu entwickeln. Die müssen ja im Prinzip von irgendwo anders kommen die Leute. Ich habe mal ein Spiel gestartet. Plasmabohrer. Wenn du eine neue Mine betrittst, wird der Spider automatisch drei Blöcke bohren. Cool. Raketenwerfer ermöglicht den Start einer Zielsuchrakete. Ressourcenstaubsauger. Ressourcenstaubsaugerkapazität 15. Haken ermöglicht es dem Spider schnell die Wand hinunter zu sprinten. Motor Mark 2, Spider-Geschwindigkeit plus 40%. Turbinen ermöglicht dem Spider, schnell die Wand hochzusprinten. Abdeckplatten vergrößert die Abstände zwischen den Feindwellen um 5 Sekunden. Außenhülle Mark 2, Haltbarkeit des Spiders um 50% gesteigert. So, ansonsten haben wir nur Einstellung, Auflösung, Fenstermodus. Ich habe die Musik runtergedreht. Ein Abspann, den wollen wir uns ja noch nicht angucken. Ich habe noch keine Ahnung, wie es jetzt in diesem Spiel weitergeht, großartig. Wie ihr seht, haben die eine Menge Robo-Spies im Hintergrund. Ja, die Geschichte ist einfach erzählt. Wir sind kleben an der Wand, wir bohren Löcher und ich habe keine Ahnung, ob das irgendeinen tieferen Sinn hat. Ich fand die Idee von diesem Spiel einfach irgendwie sehr witzig. Ich hoffe, ich habe mich da nicht auf etwas zu großem eingelassen. Finde den Eingang zur Mine. Du hast den Eingang zur Mine gefunden. Betritt die Mine mit R, um deinen Roboter-Spider in den stationären Modus zu versetzen, um mit dem Graben zu beginnen. Sehr schön, im Hintergrund noch eine Siedlung. Spider stabilisiert. Trenne die Verbindung mit dem Spider mit Q. Und beginne mit dem Abbau. Zerbrich Stein mit deinem Plasmabohrer. Verwende den Sauger, um Ressourcen heruntergefallene Ressourcen ansammeln und gehst zurück zum Spider, um sie abzulegen. Syrex greift den Spider an, gehst zurück und verbinde dich mit ihm, um einen Angriff abzuwehren. Sehr witzig, dass er halt immer da drinnen sitzt. Bohren, saugen, Ressourcen habe ich glaube ich gerade abgegeben, als ich reingekommen bin. Tja, offensichtlich ist das sehr vorgegebene Areale hier.
Was ist das Rätsel der Mauer? Warum läuft ein Timer runter? Es gibt hier so viele andere von diesen Pixel-Games, die alle so ein bisschen mysteriös angehaucht sind und immer eine Reise beinhalten. Oh, hallo. Du hast Schaltpläne gefunden, erzwungene Patronenzufuhr, 50% Maschinengewehrfeuerrate. Der hat eine ganze Weile drin gehockt. Frage ist, wie ist er da reingekommen? War aus irgendeiner Siedlung? Warum hat er keinen Anzug wie ich? Du kannst ja jetzt in den Spidersprung nicht entlang der Mauer auf die Suche nach weiteren vielversprechenden Minen machen. Ich werde natürlich alles mitnehmen. Upgrades. Ich habe 15 von diesen Dingern und 3 von diesen anderen Dingern. Was war das jetzt? Ach, das war die... Ah. Rotationsgeschwindigkeit der Pistole. Expandierende Kugelschaden von der Kugel. Maschinengewehrfeuerrate. 1. Verbesserte Rotationsgeschwindigkeit der Pistole. Oh, das brauchen wir. Erstmal sicher gehen. Ich finde sie so putzig, die Robo-Spider. Okay, Mine verlassen. Ja, ich genieße Mine. Was das für komische Dinger sind. Ich meine, wenn ich irgendwas da drüben höre, fliegen die in mich rein. Ich scheine keine zu verlieren. Hier ist meine XP. Alles weg. Oh, bessere Bohrer. Plus Bohreffizienz, Bewegungsgeschwindigkeit in der Mine. Thank you.
Wieso verrenken die Leute auf die gleiche Art und Weise? Du hast die Schaltpläne gefunden, leichter Lauf. Plus 3% Rotationsgeschwindigkeit der Pistole. Irgendwann muss die Wand doch mal erschöpft sein. Ich meine, die können doch nicht ewig da hoch und runter kriegen. Ich nehme an, das könnte die Tageszeit sein. Haben wir was Möglichkeiten abzugraden? Ich meine, ich kann ganz schön was sparen, indem ich die Sachen einfach finde. Nein! Und die Frage ist, wenn es kein Oben und Unten gibt, wo kommen die Viecher denn eigentlich her? Oh, hallo, Schwester. Tag 54. Ich habe Durst. Ich habe gerade festgestellt, dass ich mir nicht nur das Wasser entzogen habe, sondern auch einen Ausweg. Ohne die Spitzhacke komme ich nicht raus. Das war ein bisschen blöd. Er kam wohl nicht mehr an seine Spitzhacke ran, nachdem er die da oben reingehauen hat. Aber ich nehme deine Gems, die brauchst du ja nicht mehr. Das ist einfach nur abklappern in die Mine. Den Siedlungen scheint es aber immer relativ gut zu gehen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die großartig angegriffen werden. Ich sehe nämlich nicht so großartig geschützt oder sowas bei denen. Oh, richtig große Kugeln jetzt. Oh crap. Spider wurde zerstört. Du hast verloren. Naja, was soll ich denn großartig machen? Ja, jetzt sehe ich das gerade. Ich brauche meine Punkte für die Dinger hier. Das heißt, es ist quasi ein Roadlight. Jedes Mal, wenn ich krepiere, kann ich mir ein Upgrade kaufen hier drin. Von einer Predator-Rakete ab. Das heißt, ich spiele so lange, bis ich nicht mehr kann. Und dann geht's weiter.
Frage sein, dass immer dieselben gibt? Muss ich wieder bei Null anfangen, wenn man abwärts. Ein bisschen nervtötend ist, aber hey. Das heißt, es macht auch wirklich Sinn, jeden Scheiß wegzubrechen, damit ich diese Punkte kriege, mit denen ich meine Spider aufrüsten kann. Und je höher ich komme, desto penetranter werden die Messviecher. Auch Reparaturen auf jeden Fall. Aber dafür brauche ich diese grünen Kristalle und die hatte ich ja leider beim letzten Durchlauf nur zwei Stück gefunden. Again and again and again, again, again. Tag 1, ich schreibe ein Tagebuch wie eine Art Bandit. Haha. Tja, was soll ich sagen? Ich habe genug Lebensmittel für etwa 100 Wochen. Das ist fast ein Jahr. Diese Mistviecher mit ihren kleinen Beinen suchen nach mir. Okay, also es wiederholt sich nicht alles. Kugelsprung. Ich nehme an, damit ist das die Streuung gemeint. Ich brauche noch einen von diesen grünen. Thank you.
gerade hier eine Höhle erwartet mit einem Typen drin und wieder einem Elektronikauto. Oh, ich scheine hier mal eine richtig große Mine gefunden zu haben. Nice. Du siehst sehr interessant aus. Effizientere Bewegung durch die Minen. Bei so großer Mine muss ich das haben. Sonst bin ich, wie man so schön sagt, gefügt. Ein sehr interessantes Teil. Das sieht nach meiner Technologie aus. Du hast ein Drohnensystem gefunden. Eine Drohne, die automatisch auf Gegner zielt, erscheint neben dem Robo-Spider. Oh, das ist cool. Ah, ich habe automatisches Verteidigungssystem. Ja! Entschuldigung. Mehr Bombs. Und ich habe 1000 von den Dingspunkten jetzt. Das ist sehr schön. Das Spiel macht Spaß. Es ist sehr simpel. Einfach zu verstehen. Schwer zu meistern. Mehr oder weniger. Wie schwer das am Ende werden wird, werden wir sehen. Ich meine, das ist. Erinnert mich auch immer so ein bisschen an viele andere Spiele, die halt roguelike sind. Das ist. Man fängt klein an und irgendwann ist man einfach der absolute Brecher, egal wie, was die KI angegeben wird. Also ziemlich hochlevelige Sachen, für die ich nicht mal das Material habe. Ich sehe auch noch nicht, wofür ich dieses andere graue Material brauche. Was ist das hier? Plasma-Cutter 70% Pro-Effizienz. Holla, die Waldfee. Ach, hier brauche ich das. Ah, ich brauche noch 4 weitere für einen besseren Plasma-Cutter. Bewusster Abbau, selten. Ressourcenblöcke haben eine 10% Chance, eines zu sich Ressourcen fallen. Oh, das muss ich haben. Bevor ich mir das andere hole. Pro-Effizienz ist ja nice und so ein Kram, aber wenn ich bessere und mehr Ressourcen finden kann, wäre das optimal. Wahrscheinlich gleich irgendeinen Angriff geben.
sollte mir nicht so viel Zeit lassen, wenn der Tag dann rum ist. Würde mich nicht wundern, dass der Tag dann endet und ich dann anschließend wieder von vorne starten muss. Mit meinen Upgrades, die ich dann kaufe, aber trotzdem. Wo man dann... würde man ja nie wirklich vorankommen, weil man immer nur an die Zeit gebunden ist. Ich werde hier nicht lange überleben, denke ich. Aber ich mache gute XP dafür. Das bloße Zertrümmern vom Stein ist jetzt im Augenblick wichtiger als alles andere. Oh, Moment, hier könnte ein Modul sein. Ach du Scheiße. Da kann ich erst rein, wenn ich die nächste Angriffswelle abgewehrt habe, falls ich diese überhaupt überleben werde. Ich habe nicht genug von den Dingern. War klar! Nur anders von den großen Pferden. Die werden natürlich penetranter, je länger ich hier bleibe. Die Drohne hat mir definitiv den Arsch gerettet. So, jetzt schnell rüberfliegen, mir die Kristalle schnappen und gucken, dass ich nochmal in die Höhle gucke. Ich will natürlich keine Technologie entgehen lassen. Oh, holla, die Waldfeen, alte Robo-Spider. Du hast eine Schrotflinte gefunden, eine Waffe mit hoher Strom und geringer Feuerrate. Aus nächster Nähe äußerst effizient. Leck mich am Arsch. Traurig, die arme Robo-Spider da so liegen zu sehen. Die muss wohl irgendwo durch die Wand gebrochen sein, hat sich dann einen Weg ins Innere gebahnt. Da dachte der Techniker wohl, er könnte dann in Ressourcen abbauen. Und tja... dann fiel er wohl. Du hast eine neue Waffe bekommen. Wächst es hier und probier sie aus. Z und X. Nice.